Moin und herzlich willkommen beim LS22 auf der amerikanischen Karte. Elm Creek. Auch hier werden wir unseren eigenen Hof aufbauen. Wir schauen mal. Wir haben wieder einen Kontostand von 2 Millionen, besitzen noch kein Land. Ich muss zugeben, ich habe ein wenig vorausgestöbert. Deswegen gingen wir jetzt zum Doofhell. Als allererstes zum Händler in die Angebotssparte, weil ich muss diesen Pfand haben. Also den 900er Pfand mit 296 PS. Ja, zu groß. Ja, ist mir egal. Ein Schlachtschiff, kann ich nur sagen. Obergeil. Also wenn da mal nicht ein Pfand ist. Ja, den kriegen wir vergünstigt für 111.000. Wenn wir beim Händler gucken, was der jetzt wirklich kostet, der 900er, 280.000 Euro. Ich will den Traktor haben, ich muss den Traktor haben, ansonsten habe ich keinen Bock mehr zu spielen. Also kaufen wir uns jetzt den Traktor. Oh, geil, den können wir bis zu 415 PS hochpushen. Ja, brauchen wir nicht, am Anfang ist mir egal, aber Fendt! 900, cool. Auch mit meinen Lieblingsreifen, Breit und Gewicht. Und den kaufen wir uns jetzt. Als allererstes ist mir völlig egal. So. Die anderen Angebote interessieren mich gerade nicht. Aber der Fendt. Aber der Fendt. 900er. 930. Vario. Ein Schlachtschiff. Das wird unser Schlachtross, was wir sehr oft sehen werden. Gut, er muss repariert werden. Der Sound. Gut, er muss repariert werden. Kleines Manko. Jetzt könnt ihr auch mal sehen, wie teuer die Reparaturen sind. Also arschteuer. Ohne Witz. 8.000, okay, 8.000 geht noch. Ich hatte auch schon Reparaturen von fast 20.000 Euro. So. Neu lackieren zum Beispiel kostet 23.000. Das ist ganz schön happig. Muss ich ehrlich sagen. So. Wir fahren jetzt mal in die Region. Ich guck mal eben auf die Karte. Haha, kleine Karte. Anders. Ich zeige euch erstmal die Karte. Und dann fahre ich in die Region, wo ich mir meinen Hof aufbauen möchte. Und ihr könnt dann jetzt mal ein bisschen rätseln und raten. So, Karte auf ganz groß. Wir sind hier. Also dicht bei der 56 und zwischen der 34, ganz rechts. So, und ihr könnt jetzt mal ein bisschen rätseln, wo ich denn gleich hinfahre. Das ist die amerikanische Karte. Ich finde ganz schön mit Highway in der Mitte. Man kann hier auch rauffahren und hier kann man auch wieder runterfahren. Wenn man ein bisschen schnelleres Gefährt hat, ansonsten steht man denen nur im Weg. Züge fahren hier auch. So, wir fahren jetzt aber mal zu meinem zukünftigen Hof. Und der dröhnt. Geil. So, wir wollen links. Da ist frei, da ist auch frei. So, dann wollen wir gleich rechts. Einmal schwuppdiwupp und geradeaus. Da das eine amerikanische Karte ist, habe ich mir so gedacht, da ich die eigentlich nicht spiele und nicht mag, also die amerikanischen Karten. Ich mag diesen Fable irgendwie nicht von den amerikanischen Karten. Alles ist für mich, die Häuser sind für mich nicht so schön und Gebäude und dies und das. Irgendwie ist nicht so meins. Aber ich wollte euch das hier auch zeigen. Ich habe euch das ja versprochen.
Und um mir das Projekt auch so ein bisschen zu versüßen, wie zum Beispiel den 900er, der wird ja zum Teil in Deutschland gebaut und zum Teil kommt er aus den USA, werden wir hier auf der amerikanischen Karte sehr viel amerikanisch machen. Also nein, wir kaufen uns nicht eine Kuh, wir kaufen uns gleich 1000 zum Beispiel. Oder nein, wir kaufen uns nicht ein Schaf, sondern 10.000. Also hier wird alles ein bisschen größer, so wie es der Amerikaner ja eigentlich auch hat, macht oder will. So, wir stellen uns mal hier rechts hin, weil das wird unser Hof. So, Motor aus. Das wird später einmal unser Hof. Das ganze Gelände hier. Und die ganzen Felder, die man hier sehen kann. Das werden unsere sein. Jetzt kaufen wir uns erstmal Land. Also die ganze untere Region hier habe ich jetzt vor zu kaufen. Hatte ich mir vorher auch schon mal ausgerechnet, was das kostet. Also das Stück hier natürlich auch. Das wird Hof. Wo der Traktor steht. Links davon. Alles Hof. Und das werden unsere Felder, damit wir zum Start auch ein bisschen was machen können. So, wir kaufen das Gebiet. Ich hatte mir das vorher ausgerechnet und ja, es passt genau rein, auch mit dem Traktor. Und wir haben sogar noch ein bisschen Geld für Maschinen. So. Das Stück hier unten auch noch. Denn ist das alles jetzt erstmal unser Land, was wir besitzen. Schauen wir doch mal, was da drauf ist. Nein. Ja, das wollte ich. Das wollte ich haben. Wir haben, wenn ich richtig liege, auf der 77 Kartoffeln. Oder? Sorghum? Sorghum haben wir drauf. Okay. Auf der 79 haben wir Kartoffeln. Auf jeden Fall. Wir haben Zuckerrüben auf der 82. Weizen auf der 80. Auf der 81 dürfte Mais sein. Auf der 74 haben wir Baumwolle. Yay, unser erstes Feld mit Baumwolle. Sonnenblumen auf der 73. Raps auf der 75. Und 76 haben wir. Ha, jetzt fällt mir das nicht ein. Selber nachlesen. So, ja, Bohnen. Jetzt bin ich aber dabei und drin. Wir haben. Wie teuer ist die 71? Haha, 680.000. Nein, möchten wir nicht kaufen. Ist uns zu teuer. Welche Felder sind davon schon reif? Also die 75 ist Raps. 78 dürfte Hafer sein. War das Sorghum oder Hafer? Es war Hafer. Und 80 war auch Getreide, Weizen. Wunderbest. Auch hier können wir gleich mit der Ernte starten. Sollte ich jetzt noch viel quatschen oder wollen wir uns jetzt ganz schnell einen Drescher kaufen? Siehst du, ich hätte auch gleich einen Hänger mitnehmen können, aber ja, man kann nicht an alles denken. Auch hier gibt es wieder kleine Figuren, Traktoren und Anhänger, die wir uns. Die wir suchen werden, finden können, etc. pp. Ich hatte hier auch ein bisschen gestöbert. Mal gucken, ob wir einen auf Anhieb finden. Damit ich euch das auch mal zeigen kann. Nee, hier war nichts. Irgendwo hatte ich doch so eine kleine Figur schon gefunden. Nein. Nein, 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 nein. Spinnerei. Einkaufszentrum, Viehhandel, Molkerei, Müsli. Ich hatte auf jeden Fall so eine kleine Figur gefunden und das hier, das war so ein Traktor. Nach und nach werden wir die auch alle suchen und finden, hoffe ich. Und das gibt dann natürlich auch wieder ein bisschen Geld. Hier oben liegt ein kleiner Anhänger. Den werden wir uns gleich einkassieren.
Wie gesagt, das sind auch wieder kleine Figuren, die bringen auch wieder ein bisschen Geld und einen kleinen Erfolg, wenn wir alle eingesammelt haben. So, jetzt muss ich. Lass mich da durch. Ja. Super. Jetzt werden wir einmal zum Anhänger gehen und uns den auch holen. Wenn ich denn dahin darf. Ich packe hier überall fest. So. Du hast eine Seemaschine sogar gefunden. Es sind noch weitere 9 Seemaschinen versteckt. 1000 Euro hat es gegeben. Ja, Tropfen auf den heißen Stein, aber lieber haben als brauchen, ne? Irgendwo. Ha, doch nicht. Irgendwo. Irgendwo kommt man hier hochgehen und dann war da noch. Hey, da. Eine kleine Kuh. Oder ein Rind. Du hast derzeit keinen Stall, oder? Ja, ich möchte ja auch nicht ins Tiermenü. Ich wollte das Sammelobjekt einsammeln. Wenn du mich da mal hinlässt. Ah, ja. Das wollte ich haben. Du hast eine Kuh gefunden. Es sind noch 9 Kühe versteckt. Auch wieder 1000 Euro. Lieber haben als brauchen. Gut, jetzt haben wir aber schon einen Traktor. Jetzt brauchen wir auch wieder einen Drescher. Ich hatte gesagt, alles, ja, wir wollen groß, dick, big, ne? Also groß, groß, groß. Aber am Anfang müssen wir, glaube ich, eher klein, klein, klein. Obwohl ich ja. Wie viel Tankvolumen hat der denn? 9300 Liter. Ich hatte gesagt, groß. Und dann machen wir groß. Wir holen uns den New Holland CH77. Auch wenn der bald unser Budget sprengt, ist egal. Dann gucken wir mal, welches Schneidwerk welches war. Ich bin der Meinung, das hier müsste es sein. Mit 7,50 Meter gekauft. Habe ich gekauft? Nee, ich habe es nicht gekauft. Habe ich das jetzt gekauft? Jetzt bin ich durcheinander. Nein, ich habe es nicht gekauft. Dann kaufen wir es jetzt. Verwirrung. So. Jetzt haben wir es gekauft. Jetzt brauchen wir aber noch einen Schneidwerkswagen. Gibt es einen direkt von für New Holland? Nein, gibt es nicht. Ja, den. 2,1 Tonnen, 2,3 Tonnen. Ich glaube, wir kaufen den. Ja. Reserverad. Wir sind Amerikaner, wir brauchen kein Reserverad. Also mal ganz ehrlich. So was. So, wir starten unseren Drescher. So sieht das gute Stück aus. Groß, größer, größen. Wieder mit Sound, aber nur. Achso, 32 km/h. Ich wollte gerade sagen, 15. Das wäre ja noch langsamer als unser anderer Drescher. Auf der anderen Karte. Aber nee, stimmt ja gar nicht. So, wir nehmen das mit. Packen das Schneidwerk einmal auf den Wagen rauf. Wenn ich richtig fahren würde. Wenn ich richtig fahren würde. Hauptsache es hält, bis wir angekommen sind. Koppeln das Schneidwerk einmal an. So. Zack. So, jetzt muss ich einmal kurz. Nee, passt.
Ich musste einmal kurz das gucken. Wir steigen ein. Rechts ist frei, links ist frei. Hauptsache ohne Polizei. Und fahren jetzt los. Nee, ich will nicht nach rechts, ich will jetzt nach links. Links ist frei, rechts ist jetzt auch frei. Hä? Und dann fahren wir zu unseren Feldern und können auch gleich schon anfangen zu dreschen. Jetzt war ich ein bisschen schneller als die anderen Male. Das heißt, wir können jetzt wirklich noch fast 5 Minuten dreschen. Voll spitze. So, wir müssen jetzt eine ganze Zeit lang geradeaus. Während wir hier im wunderschönen Drescher sitzen, mache ich mal eben was Verbotenes, schau von der Straße weg und kaufe einen Hänger. Ich kaufe einen Hänger. Amerika ist ja groß, deswegen kaufen wir einen großen Hänger. Aber ich habe Angst, einen Unfall zu bauen. Also. Oh. 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 Hier ist gerade ein Zug durchgefahren, deswegen waren die Schranken unten. Ah, man sieht ihn aber nicht. So. Da ist doch ein reifes Feld. Dann fahren wir gleich hier links rein. Wer Englisch spricht, Red Road oder? Boah, ihr wisst das schon. Ihr könnt das schon. So, wir fangen mit dem kleinsten Feld an und dreschen da jetzt. Oh. Von Feldweg auf Wiese. Einmal abkoppeln. Drescherkammer auf. Hauptsache, wir nehmen den Mast und die Leitung nicht mit. Das wird teuer geben. Teuer geben, teuer werden. So, einmal angekoppelt. Aber, boah, da haben wir noch auch gute 2-3 Meter Platz. Haben sie anständig aufgebaut. Bin ich mit zufrieden, Leute. So, dann fangen wir jetzt auch an zu dreschen. Ich möchte Strohablage anschalten. Da klappt sich die wunderbare Strohablage auch aus. Wir machen den Drescher an. Schneidwerk runter. Auf geht's. Ja, hier sieht man jetzt nicht mehr, wo man ist, deswegen steige ich mal wieder aus. Und ernten ein wenig Hafer. Was fehlt auf einer amerikanischen Karte? Die amerikanische Musik. Ich schalte sie mal für euch ein. Ich bin für Country. Oder ist das bloß so ein, na, wie sagt man, so ein deutsches Vorurteil, dass die Amerikaner Country hören? Ist mir auch egal. Auf der Karte dürft ihr Country hören. Von morgens bis abends, von rauf bis runter. Wer keinen Bock mehr auf die Musik hat, muss es mir dann reinschreiben, dann mache ich sie irgendwann wieder aus. Oder ihr habt Glück und ich vergesse es anzumachen. Weil wenn ich für mich privat spiele, dann habe ich keine Musik an, weil das geht mir so weit von auf den Nüsse. Aber für euch mache ich das an. Super, ein kleines Feld, ne? Wir haben auch noch ziemlich viel Unkraut auf den anderen Feldern. Das heißt, wir werden uns noch eine Spritze gleich kaufen. Damit wir ein bisschen mehr Ertrag auf den anderen Feldern haben.
Weil das Gestrüpp dazwischen, das gefällt mir gar nicht. So. Kommt aber nicht allzu viel runter. Ja, jetzt ist hier die Frage. Kaufen wir uns hier auch gleich die Mehlproduktion? Dann sind nochmal 96.000 weg. Allerdings verdienen wir dann ein bisschen mehr. Oder kaufen wir uns Tiere? Ich bin dafür, wir kaufen uns Tiere. Und kippen das bei uns erstmal irgendwo hin. Oder bauen uns eine kleine Halle, wo wir es hinkippen, einlagern. Weil wir können ja auch noch ein bisschen als Lohner arbeiten. Oh, oh. Ha! Ich habe einen neuen Mod mit drin. Ich habe einen neuen Mod mit drin, wenn ich da mit dem Schneidwerk übers Stroh fahre. Dann verschwindet das Stroh. Könnte man jetzt hier wunderbar sehen. Muss ich ein bisschen mehr aufpassen? Nicht, dass ich mir die ganze Ernte kaputt fahre. Den Mod habe ich deswegen mit reingenommen, um ein bisschen realistischer zu spielen. Ich werde auch den Mod mit reinnehmen für das manuelle Ankoppeln. Damit ihr ein bisschen mehr sehen könnt. Jetzt wäre ich da auch beinahe raufgefahren. Ich möchte natürlich das Stroh für die Tiere haben und nicht einfach so verpulvern. Und zack. Also Country ist eigentlich überhaupt nicht meins, muss ich ehrlich sagen. Von daher werden wir jetzt alle so ein bisschen gequält. Aber ich finde, das gehört zur Karte dazu. So, Entschuldigung. Das Feld werde ich gleich noch alleine weiter abernten. Und zeige euch denn, wie viel dabei rumgekommen ist. Damit wir in der nächsten Folge wieder woanders starten können und ihr auch wieder ein bisschen mehr sehen könnt. Oder? Das sind maximal noch 3 Bahnen, ne? Ach, wisst ihr was, wir enden das jetzt zusammen, aber dann ist die Folge ein bisschen länger. Müsste aber eigentlich alles in Drescher passen. Von daher. Dann können wir beim nächsten Mal einen Anhänger und eine Spritze kaufen. Und das Unkraut so ein bisschen von unseren Feldern auch gleich wegmachen. Und die anderen beiden Felder müssen wir ja auch noch ernten, ne? Das machen wir auch. Genau. Wem es gefällt, wer Spaß dabei hat, wer sich freut, dass ich mal wieder Videos mache oder wer neu dabei ist und auch Lust hat, weiterhin zuzuschauen, das ein bisschen leichter auf YouTube haben möchte, kann mich gerne abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann bekommt ihr jedes Mal von YouTube Info, wenn ich ein neues Video rausgebracht habe. Ich werde aber auch meine YouTube-Seite aktualisieren, sodass ihr auch da gucken könnt, wann ich welche Folgen ungefähr raushaue. Wenn Folgen ausfallen, tut es mir leid. Dann habe ich es nicht geschafft. Also ich sitze hier jetzt gerade, es ist 5.30 Uhr. Also Real Time, Real Zeit, also echt Zeit, wo ich die Folge gerade aufnehme. Ich bin heute Morgen um 4 aufgestanden, um auch wirklich alle 3 Projekte aufzunehmen. Ich werde sie gleich noch versuchen hochzuladen, bevor ich zur Arbeit gehe. Mist, ich nehme Stroh weg. Ich nehme Stroh weg. Na, da muss ich wohl jetzt durch.
Ich hoffe, ich nehme nicht allzu viel Schnee weg. So, nochmal. Ich bin extra um 4 aufgestanden, um auch wirklich alle Projekte aufnehmen zu können. Zumindest die erste Folge. Eigentlich hatte ich schon so überlegt, ja, cool, ne? Vielleicht schaffst du auf 2. Nie. Schaffe ich nicht. Weil pro Folge, wenn man sich das mal so überlegt, pro Folge, also ne, für euch 20 Minuten Aufnahme, heißt für mich locker 30, 35, 40 Minuten, je nachdem, wie schnell das Internet ist und wie schnell YouTube ist, heißt das für mich, also ne, 20 Minuten aufnehmen, paar Minuten bearbeiten und der Rest 10 bis 15 Minuten sind hochladen und beschriften. Von daher, ne, dauert das, ist eine Folge für mich knapp 40 Minuten und für euch natürlich nur 20 Minuten. Deswegen seit 5 sitze ich hier, jetzt ist gleich 35. Ja, egal. Bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten, wünsche euch einen wunderschönen Montag. Ich hoffe, die Folge kommt jetzt noch, ansonsten kommt sie heute Abend. Ne? Ich setze mich ran, ich beeile mich, ich muss mir auch noch Brote schmieren. Aber dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und freue mich auf morgen, wenn ich den wieder aufnehmen kann. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.